Das sind doch mal klare Anweisungen für die Mitarbeiter der MVB. Die Stadt, Bus und Bahn heute beim Benefiz Drachenboot Cup das erste Mal ins Boot wechseln. Hier heißt es, alle zusammen Gas geben, statt einer allein in seiner Fahrerkabine. Gruppenleistung statt Ein-Mann-Kraft. Es ist ja nur scheinbar eine Einzelleistung im Bus und in der Bahn, denn da steckt ja auch ganz viel Team dahinter. Dass die Straßenbahn fährt, da steckt der Werkstattmann dahinter, da steckt der Fahrplaner dahinter, der Dienstplaner und am Ende ja irgendwo auch die Geschäftsführung. Und insofern ist das heute auch eine bunt gemischte Mannschaft aus Werkstatt, Marketing, Geschäftsführung. Und da zeigen wir, dass wir ein gutes Team sind. Mit einem Sieg im Vorlauf schaffen es die Magdeburger Verkehrsbetriebe ins Finale und erreichen letztendlich Platz 6. Für die heutigen Jungfernfahrten eine Topleistung mit guter Tendenz zur Steigerung für die kommenden Rennen im nächsten Jahr. Das war schon spektakulär. Das heißt, der Weg war eigentlich das Ziel. Und das haben wir auch ganz gut gelöst. Das heißt, das erste Klappern war irgendwann nach 15 Metern vorbei. Und dann wurde der lange Schlag wirklich übernommen. Das heißt, die vorne haben lang angefangen und die hinten haben es fast geschafft, den Schlag so reinzukriegen. Das heißt, es war schon eine spektakuläre Fahrt. Ich bin begeistert und ich hoffe doch, dass sie das Blut geleckt haben und dann doch auf das Mal Drachenboot fahren möchten. Und während die eine heute Premiere feiern, nehmen andere schon routiniert am Benefiz-Event für Kinder in Not teil. Neben der Noveles Deutschland GmbH komplette 5 Teilnahmen bringt es auch der Weitblick e.V. aus Burg auf 4 Einsätze. Darunter ganze 3 Cupsiege und somit Rekordhalter vom Wanderpokal. Bei derartiger Spitzenklasse gibt's doch sicher auch noch Tipps für die heutigen Anfängerteams. Einfach nur alle das gleiche Ziel vor Augen zu haben, wie es im Vereinsleben ja auch sein sollte, und dann im Gleichtakt das Boot voranzubringen. Stetig voran geht es auch mit dem Benefiz Drachenboot Cup. Wieder gelingt es den Pink Pocahontas, eine Rekordspendensumme von mehr als 30.000 Euro zu sammeln. Diese Spenden werden genutzt, um in ganz Deutschland AGs auszurichten, die Eltern in belastenden Lebenssituationen helfen. Eine Chance für betroffene Kinder, bessere Lebens- und Bildungsqualität zu erhalten. Das Schönste ist tatsächlich, sind die kleinen Einzelgeschichten. Also wenn uns die Trainer erzählen, wie die Eltern am Ende eines Kurses im Vergleich zu Beginn des Kurses tatsächlich sich entwickelt haben, wie sie zum einen persönlich gewachsen sind, aber auch in der Beziehung mit ihrem Kind. Es sind die kleinen Momente, die ganz, ganz groß sind bei uns. Und weil es heute nun mal das 5-jährige Jubiläum ist, darf ein Benefiz All-Star Drachenboot-Team, markiert bei den meisten durch besonderen Kopfschmuck, die Pink Pocahontas herausfordern. Die nehmen es auch gleich noch mit The Magdeburger, dem Drachenbootverein aus Magdeburg, auf. Allerdings unter Pocahontas-Regeln. Nur jede zweite Bank wird besetzt und es gilt Rückwärtsfahren. Tatsächlich schafft das Benefiz All-Star-Team den Sieg. Unter anderem besetzt mit Vertretern der MVB. Und die wissen nach den Rennen eines ganz genau übers Drachenboot fahren. Wir haben auf jeden Fall beschlossen, es wird nicht unser drittes Verkehrsmittel, sondern wir bleiben natürlich bei Bus und Bahn. Was natürlich nicht ausschließt, die MVB und alle anderen auch im nächsten Jahr wieder hier begrüßen zu dürfen, wenn es heißt, alle in einem Boot für Kinder in Not.